Vielleicht erinnert ihr euch noch an ein Video. Sollen wir mal wieder Hallo sagen? Ja. Nee, ich weiß, warum wir damit aufgehört haben. Hallo. No. Hallo. No. Hallo. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir Anfang des Jahres mal eine Style-Haul-Challenge zusammengedreht haben. Das war noch vor meiner Reise. Da haben wir gegenseitig für den anderen Outfits ausgesucht. Das Video kam super gut bei euch an und uns hat es auch super viel Spaß gemacht. Und deswegen dachten wir uns schon die ganze Zeit, dass wir das unbedingt nochmal machen wollen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt hat sich das endlich ergeben. Also drehen wir jetzt Part 2 quasi. Eine neue Style-Haul-Challenge im Herbst. Look. Ja, wir haben Herbst-Outfits ausgesucht, jeweils 2 für den anderen. Einmal ein Outfit, von dem wir denken, dass es der andere so tragen würde, also quasi von Leo im Lena-Stil und von Lena im Leo-Stil. Ich glaube, so wird's verwirrend. Ja. Und ein Outfit, das wir persönlich gerne am anderen sehen würden. Ich bin schon so aufgeregt. Genau, und wie letztes Mal auch, hat Lena nicht gesehen, was ich für sie ausgesucht habe und ich habe noch nicht gesehen, was sie für mich ausgesucht hat. Also das ist jetzt quasi auch so ein blind Live-Haul. Surprise-Haul. Ein Surprise-Haul. Ein Live-Surprise-Haul. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Bonprix. Da durften wir uns alle Teile aussuchen und wir verlinken euch die genauso in der Infobox. Ich würde sagen, jetzt fangen wir an, so wie letztes Mal, und geben uns gegenseitig eins nach dem anderen. Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Haben wir die Outfit-Weise gemacht? Ja. Ja, Outfit-Weise. Soll ich anfangen? Ja. Fängst du an mit dem, was du denkst, was ich mag oder mit dem, was du gerne an mir sehen würdest? Ich fange jetzt an mit dem, was dein Style ist. Okay. Das ist ja irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Ich fange mal an mit dem Centerpiece sozusagen. Das ist ein Kleid. Weil ich mir dachte, Leo trägt viele Kleider. Und zwar, ich zeige es vielleicht erstmal. Das ist so ein Pünktchenkleid, dunkelgrün mit so ein bisschen Flatterkragen. Wunderschön. Superschön und ich habe halt ein Punktekleid gedacht, weil du ja dieses Punktekleid gekauft hast, als wir zusammen unterwegs waren. Ja. Man muss übrigens mal sagen, es war übel schwer, Sachen in Leos Style zu finden, weil Leo 6 Monate lang jetzt in Leggings rumgelaufen ist. Hab keinen Style. Ja, und ich konnte mich ja gar nicht daran erinnern, ich konnte gar nicht einordnen, was du jetzt so tragen würdest aktuell. Ich fand das so schwierig. Dunkelgrün habe ich halt an das Dunkelgrün gedacht von deiner Adidas-Jacke, dachte ich mir mega so, okay, schön. Das ist auf jeden Fall eine Farbe, die sie gut findet. Und der Schnitt ist jetzt nicht hundertprozentig genau das, was du sonst tragen würdest, aber ich fand so ein Novalana Loves-Schnitt. Ja, eigentlich schon, ja. Gefällt mir sehr gut. Nee, wirklich ist wunderschön. Dann zum Drüberziehen. Du bist ja momentan der übelste Fan von deiner schwarzen Jeansjacke. Und das hier ist tatsächlich eine Jeansjacke, aber die ist geschnitten wie eine Lederjacke. Und du liebst ja auch deine schwarze Lederjacke, also die hat den gleichen Schnitt. Also sie ist ganz anders als normale Jeansjacken geschnitten, das fand ich ganz cool. Ist allerdings, muss man dazu sagen, aus der Männerabteilung. Deswegen ist das riesengroß. Dann, da denke ich mir, du hast schon ganz, ganz ähnliche. Ich war aber nicht mehr hundertprozentig sicher, weil wie gesagt, als ich die Sachen ausgesucht habe, war Leo noch weg und ich wusste gar nicht mehr, was du noch so hast. Das sind die Schuhe, die du dazu ausgesucht hast. Ja, also meine Doc Martens. Ja, genau. Aber deine Doc Martens sind doch so in so einem lila Ton. Schwarz, ich wusste es nicht mehr genau. Aber geil sind die. Ja, ich fand die auch mega schön. Mega geil. Voll das Herbstoutfit. Ja, dann dachte ich mir so als Accessoire. Den habe ich auch für dich, oder? Ist meine der gleiche? Nee, der ist aber ganz ähnlich, glaube ich. Okay. Das ist so ein schwarzer Rucksack und du trägst zwar eigentlich keine Rucksäcke. Ich dachte mir, wenn ich dir eine schwarze Tasche bestelle, vielleicht ein bisschen lame, weil du hast viele schwarze Taschen. Und die ist aber ganz ähnlich vom Style, wie jetzt zum Beispiel deine Chloe. Es gab so viele schöne, vor allen Dingen schöne Taschen und schöne Rucksäcke auf der Seite. Also ich konnte mich wirklich kaum entscheiden. Auch für mich dachte ich so, ich will die alle haben. Das ist sehr mein Style, finde ich. Sehr gut. Ist es die Leo oder ist es die Nova? La la la. Ich würde sagen, es ist schon sehr Leo. Ja, also vor allen Dingen die Jacke fühlt sich ultra natürlich an. Ich habe ja auch keine andere Jacke getragen. 6 Monate, nee, die letzten 2 Monate als meine Jeansjacke. Aber sie ist halt sehr ähnlich zu der, die ich schon habe. Also Dress. I love. Ja, ich bin noch ein bisschen stolz. Mega das ist echt schön. Unterkleid ist zugegebenermaßen muy kurz so. Aber es geht voll klar, dadurch, dass das obere halt so unterschiedlich lang geschnitten ist, fühle ich mich nicht nackt untenrum. Nee, und du kannst es dir halt auch leisten. So, und du hast ja noch eine Strumpfhose an. Noch geiler finde ich die Schuhe. Die Schuhe sind der Hammer. Also erstmal finde ich, sehen die so geil aus. Und zweitens mal sind die so bequem. Die sind irgendwie so leicht gefüttert oder gepolstert. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Finde ich an die Sneakers oder so. Rucksack war schon vorher schön, ist auch mit dem Outfit zusammen schön. Bis auf die Jacke, nur weil ich schon so eine ähnliche habe, ist das ein unglaublich schönes Outfit. Juhu. Okay, dein Outfit. Okay. Ich fange mal an mit einer Body-Flirt-Hose. Die eine so. Body-Flirt-Hose. Du hast was super Ähnliches. Ja, die ist sehr schön. Und vor allen Dingen hat die einen schönen, also die hat so einen bläulichen Grauton. Ja, das ist fast ein bisschen blau. Dann haben wir hier so ein schönes Häkeltop.
Oh, auch mega schön, aber habe ich auch super ähnlich im Bett. Ja, aber ja. Mit einer Bralette drunter, bestimmt schön. Stiefel, die sind tatsächlich ein bisschen höher, als ich, als das auf der Webseite aussah. Ulala. Ulala. Oh, aber mega schön. Ich finde die so schön. Also mega hoch, also ultra Halleluja. Hoch, aber kannst du ja tragen. Und ja. Ich finde den Absatz, dafür, dass das so ein hoher Stiefel ist, hat es nicht so einen klobigen Absatz, sondern fast so einen eleganten Absatz. Und dazu dann dieses klobige Plateau. Und dann habe ich auch einen Rucksack für dich. Der ist jetzt super ähnlich zu dem, den du für mich ausgesucht hast, aber in Grau. Die oben so wie so Wildleder, auch goldene Details, zwei lange Henkel und dann aber auch nochmal so ein Henkel, dass man den auch so als Tasche tragen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Und dann dazu ein Mantel. Du hast ja auch eine rote Jeansjacke, also dachte ich, was Farbiges. Es ist aber kein Rot und es ist so ein rostbrauner Ton. Ein ganz schlicht geschnittener Mantel, passt zu allem. Finde ich vor allen Dingen zu den Stiefeln mega schön. Oh, wie herbstlich sieht das aus. Hello. Back to school mit deinem Rucksack. Gehe jetzt in die Uni. Oh, der ist nicht richtig zu. Dreh dich mal um. Dann fangen wir doch direkt mal bei diesem Rucksack an. Ich meine, wie schön ist der bitte? Der ist also, ja, Hammer. Das ist so eine ausgehende Handtasche, finde ich. Also es ist kein, nicht für Laptop und Bücher und so. Es ist kein Schulrucksack, kein Unirucksack, aber so als normale Handtasche hat er die perfekte Größe. Der bleibt auf jeden Fall in unserem Bestand und wir werden uns darum fighten. Ja. Den Mantel finde ich auch super schön. Ich liebe die Farbe. Er könnte fast eine Nummer kleiner sein. Also ich hätte ihn auch eine Nummer kleiner nehmen können. Also er fällt relativ weit aus, fühlt sich richtig gut an. Und drunter... Also ich muss sagen, es ist halt wirklich eins zu eins das, was ich schon im Schrank habe. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, die beiden Teile nur deswegen nicht behalten, weil ich wirklich eins zu eins sowas schon habe. Aber beide Teile gibt es nicht mehr und nach beiden Teilen werde ich oft gefragt. Ich habe so eine ganz ähnliche Bluse und die habe ich irgendwo Secondhand bekommen von irgendeiner Marke, die es auch, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Also wer daran Interesse hat, ich ziehe jetzt nochmal den Mantel aus. Mega schön, mega bequem, super flowy. Es fällt auch sehr groß aus. Also ich glaube, da kann man auch... eine Nummer kleiner nehmen, wenn man es nachbestellt. Die Hose ist auch sehr ähnlich zu der, die ich schon habe. Sie ist ziemlich lang. Also für diejenigen von euch, die vielleicht Struggle haben, Hosen zu finden, die lang sind, ist es, glaube ich, ganz gut. Weil ich musste die jetzt so zwei, dreimal umkrempeln. Aber vor allen Dingen auch in Kombi mit den Schuhen liegt das so ein bisschen dran. Und die Schuhe sind der Hammer. Richtig cool. Okay. Next Outfit. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, weil dieses Outfit wird Leo, glaube ich, super furchtbar finden. Ich habe die Schuhe schon gesehen. Wie hast du sie gesehen? Als ich vorhin die Kartons rumgeschoben habe. Ich habe nämlich auch mit den Schuhen angefangen, weil das sind so Schuhe, die sind super kontrovers. Und ich fand die bis vor kurzem auch noch so, immer so, ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dann letztens war ich auf einem Event und da hatten, wie das oft bei so Blogger-Events halt, ist mehrere Mädels diese Schuhe an. Ich fand sie an allen so cool auf einmal, also wie die gestylt hatten. Ich weiß auch nicht. Und dann dachte ich so, ich muss diese Schuhe jetzt irgendwie bestellen. Wie gesagt, du musst sie ja nicht behalten, wenn sie dir nicht Wahnsinn. Gefallen. Mir geht's genauso. Also ich habe die schon an Leuten gesehen und dachte mir, ganz cool eigentlich. Das sind so weiße, super klobige Turnschuhe, also so Doggers-mäßig, wie es früher in war halt. Ja, die sind momentan all over Instagram quasi, also man sieht die auf jedem zweiten Foto gefühlt, zumindest in meinem Feed. Und wie gesagt, ich fand es am Anfang super gewöhnungsbedürftig, aber dann letztens einfach sau cool. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hier weiter geht's mit etwas, was du auch ganz furchtbar finden wirst, aber ich fand es so cool. Und zwar auch ein Trend from the Instagram. Diese Jogger-Style-Hosen mit diesem weißen Streifen an der Seite. Gibt es auch an umgekehrt und so. Also gibt es eigentlich an allen möglichen Farben. Ich dachte, wenn sie dir nicht gefällt, kannst du sie zum Sport anziehen. Und das Oberteil, das könnte dir tatsächlich gefallen. Ich wollte dann halt irgendwie obenrum ein bisschen was Schickeres. Ich dachte mir, das ist vielleicht ein ganz cooler Kontrast, damit es halt nicht komplett aussieht wie ein Outfit, in dem man zum Fitnessstudio geht und hat dann halt eine Bluse rausgesucht. Also ich habe so ein bisschen auf Pinterest geguckt, wie da andere Leute solche Hosen und so Schuhe gestylt haben. Und die Bluse ist halt super schön. Also die ist mega schön. Ganz schlicht und weiß und hat so ganz weite Ärmel. Und dann habe ich dazu noch eine etwas farbigere Tasche ausgesucht in so einem Nude Rosa, ich meine, die ist halt vom Style genauso, weil die halt einfach so schön sind. Ich wollte halt irgendwas, das nicht weiß oder schwarz ist, aber jetzt halt auch nicht super krass ist und dachte mir, die passt eigentlich ganz gut und macht das Outfit halt so ein bisschen eleganter, also das ist halt nicht so ganz krass, wie gesagt, Fitness-Style ist sozusagen. Und dann noch zum Drüberziehen, falls man das Ganze dann draußen anziehen wird, was du wahrscheinlich nie tun wirst. noch ein Mantel zum Drüberziehen, den ich einfach so wunderschön fand. Das ist so ein schönes Karo-Muster, aber so ein bisschen anders als diese Karo-Muster, die letztes Jahr so überall im Trend waren. Hallo, Karo Dauer. Also, Mantel ist gut, oder? Hammer. Hammer, der ist so schön. Der ist wunderschön. Ich würde den natürlich
nie im Leben so stylen. Ja. Aber ich finde, der geht zu einer Jeans, der geht auf jedes einfarbige Kleid. Ich meine, der ist schon ein Hingucker, aber ein wunderschöner Mantel. Genauso Tasche. Vor allen Dingen hat die voll den langen Henkel. Wenn ich Taschen so Crossbody trage, sind die oft halt ziemlich hoch an mir und ziemlich kurz. Und die hier sitzt tatsächlich mega weit unten. Kann man aber auch kleiner stellen, nur für große Menschen. Sehr praktisch. Mit den Problemteilen. Nee, also sagen wir mal so. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ja, oder? Es sieht ganz tatsächlich cool aus. Cooler aus, als ich dachte. Also ich muss, ich bin echt ein bisschen stolz. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Trend. Ja, ist das jetzt Trend? Ja, man muss dazu sagen, die Jogginghose fällt mini klein aus. Ja, ich habe die sogar extra eigentlich sozusagen noch aufgesized sozusagen, weil ich dachte, ja, dann sitzt sie so richtig locker und chillig. Nein. So sitzt sie leider nicht. Die Schuhe sind halt nicht mein Ding. Ich weiß, dass das jetzt Trend ist. Man sieht die überall. Aber, also, das ist doch nicht schön. Ich find's richtig cool. Ich weiß, ich finde jetzt so viele cool. Ja. Also, ich meine, die sind ja nicht umsonst Trend. Die sieht man ja auch wirklich überall. Als Kind um solche Schuhe echt mit meiner Mama gestritten und gestritten. Ich wollte unbedingt Doggers, ich wollte Schuhe mit Plateau. Die mussten so richtig klobig und schwer sein. Es sah genau so aus wie das, was jetzt Trend ist. Ja. Hat meine Mama mir lange nicht erlaubt. Mir persönlich gefällt es nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das cool findet. Ich denke mal, viele finden das ganz cool. Ich glaube aber auch, viele finden es ganz furchtbar. Ich bin positiv überrascht von meinem eigenen Outfit. Ich muss mich mal kurz selber loben. Jetzt kommt dein zweites Outfit. Ich persönlich finde dieses Outfit so geil. Ich finde es so wunderschön. Eine schwarz-weiß karierte Hose. Denkst du, das war's schon? Nein. Hier so Spitzen. Oh mein Gott, die ist so schön. So eine Spitzenbordüre unten am Hosenbein. Das finde ich halt auch immer mega besonders. Ansonsten ist sie so geschnitten wie so eine Chino, so ein bisschen weiter. Diese Hose war so mein Central Piece. Dann wollte ich dazu eigentlich ein knallgelbes Oberteil. Das hätte ich im Kontrast mega schön gefunden. Das gab es aber nicht mehr in deiner Größe. Also habe ich mich dann doch für was Schlichteres entschieden und dachte, Khaki-Grün geht zu allem. Ja. Hat so einen mega schönen Ausschnitt. Nicht schulterfrei. Also ich glaube, es liegt schon auf der Schulter, aber so sehr offen nach oben hin. Und ich glaube, sehr eng, sehr figurbetont. Das mag ich ja auch gerne an dir. Dann, das würdest du, glaube ich, niemals kaufen. Ich habe solche tatsächlich. Finde die auch wunderschön. Ja, darf ich cool. So flache Lack-Schnürschuhe. Ist das nicht jetzt schon ultra französische, dieses Outfit? Aber das finde ich auch mega geil an. Es kommt noch französischer. Hier ist dein Beret. Das habe ich schon gesehen. Setz es gerne mal auf, aber danach kannst du es dir mitnehmen für deinen Franzosen. Ich habe schon Beret drauf. Im Ernst? Ja, klar. Ja. Dann dachte ich zu dem Khaki-Grün, gerade so für den Herbst, passt Bordeaux-Rot. Auch eine wunderschöne Tasche, auch hier oben mit so Wildlederoptik und goldenen Details. Dazu eine etwas schlichtere Jacke und ich stehe ja total auf dunkle Jeansjacken zurzeit. Also die macht die etwas schickere Hose, ein bisschen mehr casual. Außerdem finde ich das auch eine coole Kombi. So, ein schönes Outfit. Je m'appelle Valérie. Komm auch so weit. Also, Beret. Nicht so mein Beret. Nicht so zu 100%. Steht mir nicht so richtig, finde ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist mir ein bisschen zu klein. Also vielleicht muss ich mich nochmal umschauen, weil ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool. Es ist eigentlich ganz cool. Also es sieht schon ganz, ganz cool aus, auf jeden Fall. Jeansjacke finde ich Hammer. Also die ist mega, mega cool. Sitzt auch richtig gut, fühlt sich sau gut an und habe ich, wie gesagt, ja auch noch nicht in meinem Schrank. Ich habe halt so eine riesige Oversized-Jeansjacke, aber die ist auch blau, also was ganz anderes. Tasche finde ich auch sehr schön. Allerdings habe ich momentan viele Taschen. Das Oberteil ist super ungewohnt. Also es ist schön, mega. Aber sieht überhaupt nicht nach dir aus, aber ja. Hulala, die Boobies. Hose passt leider nicht so zu 100%. Wir haben sie jetzt so ein bisschen umgekrempelt unten. Sie ist schon echt wunderschön. Und sie sieht auch an dir wunderschön aus. Man müsste sie halt ein Stück kürzen. Das sieht schon echt mit dem Muster und diesem Spitzensaum so unglaublich schön aus. Und die Schuhe sind hammermäßig bequem. Die fühlen sich so schwer und hochwertig auch an. Die sind der Wahnsinn. Die Hose mit den Schuhen finde ich richtig, richtig cool. Und das Oberteil, finde ich, solltest du auch behalten. Ja, ich ziehe das gleich nochmal mit der anderen Hose an. Aber ich glaube, könnte bleiben. Man kann es halt auch ganz gut so ein bisschen so noch runterziehen. Ein bisschen mehr Schulter. Schönes Outfit. I like. Wenn wir dann irgendwann mal wieder eine Style-Haul-Challenge drehen, brauchen wir ein Motto. Wie zum Beispiel Business-Outfits oder ja. Club-Outfits. Weiß nicht, schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Wir verlinken euch, wie gesagt, alle Sachen wie immer in der Infobox, seid ihr von uns gewohnt. Hat echt mega Spaß gemacht, sich auf der Seite umzugucken und die Teile auszusuchen. Das ist echt ganz anderes Shopping-Erlebnis, wenn man für jemand anderen shoppt. Man guckt so nach ganz anderen Sachen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns am Montag im Vlog. Tschüss!
Mann, diese Frisur, da muss man echt aufpassen, weil ich finde, manchmal hat die was für ein Prinz Eis. Ich habe zu Nisa, als wir zu dem Event gegangen sind, gesagt, er ist nicht mit Justin Timberlake. Das hat sie geglaubt. Und so, das würde ich dir auch glauben. Was siehst du mit diesen Haaren? Diese Haare sind schön. Schieb! So, die Haare hier so da wegsteckeln sollen, oder soll ich diese Vorstecken? Wegstecken? Ich habe einen Schatz mehr Haaren. Ja. So, für jeden, der interessiert. Ich habe kurze Haare. Was passiert heute in diesem Video? Erzähle bitte den Leuten, was heute passiert in diesem Video. Ja, da sind wir uns schon nicht alle. Du siehst aus wie Prinz Eismeer. Schreibt das halt lieb. Hallo Leute. Nochmal. Was? Nochmal. Hallo Leute. Nochmal, hallo Leute! Was ist das für ein schöner Ring und warum drehst du den so, dass man den von der Cusco. Ist? Oh, schön. Von der Peru. Von der Peru. Habe ich in der Peru gekauft. Komm, das ist eigentlich so lustig. So, eigentlich ganz lustig. Ein neues Herbstgedicht? Nee, das ist tatsächlich Bitterrost. I can see it in your eyes. Nein, I can't see it. I can see it in your smile. Also in der Mitte ist was Weißes. You're the one I want. Okay. Soll ich hier noch so ein bisschen flowy? Vielleicht wollte ich einen Peniskürbis. Penis auch. Oh, guck mal, es ist kein Penis mehr. Doch. Oh, ist nicht mega cool. Der fühlt sich wohl. Geschmackssache, ne? Pickup.